Ja, herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Mathematikstunde. Heute wieder etwas im Bereich der Oberstufenmathematik, nämlich wir reden heute über die Kugel. Ja, und zwar, wie wir die Kugel in der analytischen Geometrie beschreiben können. Dazu fangen wir mit einer kleinen Einleitung an, wo ich einlade dazu, dass man das jetzt erstmal selbst auf dem Papier ausprobiert. Ich möchte ein kartesisches Koordinatensystem zeichnen. Dort trage ich den Punkt M ein und möchte von diesem Punkt M alle Punkte zeichnen, die von ihm einen Abstand von 3 Längeneinheiten, zum Beispiel 3 cm, besitzen. Und dann möchte ich, dass wir an diesem Ort, wo diese Punkte liegen, in seiner Gesamtheit eben beschreiben. So, das kann man jetzt kurz machen, kann den Film hier anhalten und kann sich dann die Lösung anschauen. Also die Lösung sieht jetzt so aus. Ich sehe, dass alle diese Punkte, die alle den Abstand 3 cm haben, die liegen eigentlich alle auf einer Kugel. Ja? Weil ja praktisch in alle Richtungen diese 3 cm den gleichen Abstand haben. Also wie gesagt, ist dieser Abstand eigentlich ein Radius mit dem Mittelpunkt M. So, wie gesagt, dieser Abstand, der wird jetzt durch den Vektor von m nach x bestimmt, ja, wobei x immer ein Punkt auf der Kugeloberfläche ist und m der Mittelpunkt. Ja. Und diesen Vektor mx, den weiß man, kann man errechnen, indem man den Ortsvektor von m vom Ortsvektor von x subtrahiert. Ja, das ist hier gezeigt. Und damit komme ich zu einer Bestimmungsgleichung für den Radius, weil ich brauche jetzt von diesem Vektor x minus m nur den Vektorbetrag nehmen, dann habe ich ja die Länge von diesem Vektor und die ist gleich der Radius r. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, wir wissen, im Vektorbetrag ist bekanntlich eine Wurzel enthalten und Wurzeln sind immer etwas unschön, weil sie immer etwas sperrig wirken. Ja? Man kann mit ihnen nur schwer rechnen und deswegen macht man einen kleinen Trick. Wir quadrieren jetzt einfach das Ganze, dann ist die Wurzel des Vektorbetrags nämlich weg. Und dann haben wir also jetzt eine erste Gleichung, die also als Bestimmungsgleichung für die Kugel gelten kann. Ich nehme den Betrag vom Vektorbetrag des Vektors mx und dieser Betrag muss gleich das Quadrat vom Radius sein. Das steht jetzt hier da. So, jetzt ist es so, diese Gleichung ist jetzt zwar eine Bestimmungsgleichung, aber man hat ja immer auch diese Koordinaten der Punkte und es gibt ja dann immer eine Normalform. Und jetzt ist die Frage, wie schaut die Normalform dieser Kugel aus? Normalform bedeutet, es kommen jetzt nicht Vektoren vor, sondern eben nur Koordinaten der Punkte x1, x2, x3 beziehungsweise m1, m2 und m3 und das Ganze ergibt dann keine Vektorgleichung, wie wir hier stehen haben, sondern es ergibt sich eine ganz normale Gleichung. Ha? So, und wie kriegen wir das hin? Ja, jetzt schauen wir uns die Gleichung erstmal an und sehen, naja gut, wie kriege ich denn das Quadrat von dem Vektorbetrag her? Und jetzt kommt man drauf, das ist einfach das Skalarprodukt des Vektors mx mit sich selbst. Der steht jetzt hier da, kann man hier ablesen. Und jetzt wende ich die Definition von dem Vektorprodukt an. Das heißt, ich muss x1 minus m1 mal x1 minus m1 nehmen plus dann das für die zweite Zeile machen und für die dritte. Insgesamt komme ich dann zu diesem Ergebnis. Ja? Also, jetzt weiß der schlaue Mathematiker natürlich, dass wir hier die binomische Formel anwenden können. Und das machen wir jetzt auch. Und wenn wir die anwenden, dann bekomme ich also Folgendes heraus. Ich kriege also x1 im Quadrat minus 2m1 x1, das gemischte Produkt, plus m1 im Quadrat. Und dann geht es für x2 weiter und für x3. So, jetzt kann ich ein bisschen Kosmetik betreiben und kann jetzt mal alle x Quadrats zusammenordnen, alle gemischten Produkte zusammenordnen und die m-Quadrate. Und dann schaut die ganze Sache so aus. Ja? Und das, was jetzt hier dasteht, ist ein bisschen eine lange Gleichung, aber das ist die Normalform von der Kugelgleichung. Und die kann man sich jetzt kurz als Merksatz aufnotieren. Sehen wir hier, entweder kann ich die Kugel durch die Vektorgleichung beschreiben, die wir eingangs hatten, oder eben ich beschreibe sie durch diese
Normalform. Und jetzt kann ich für meine Eingangskugel, kann ich die Normalform auch bilden. Ich setze den Punkt 2, 3, 3, 3 ein und dann bekomme ich diese Gleichung, die ich hier habe. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen zusammenfassen. Ich sehe, ich kriege 18 und 4 macht 22 und davon ziehe ich dann 3 Quadrat ab und da lande ich dann bei 13. So, und jetzt habe ich hier meine Normalform für die Kugel, die wir eingangs gezeichnet haben. Eine nette andere Anwendung, die es noch gibt, ist, ich habe eine Kugelgleichung vorgegeben. Ich möchte den Mittelpunkt und den Radius bestimmen. Das mache ich wie folgt. Ich schreibe die Gleichung erstmal wieder so ab, dass ich x1, x2, x3 zusammen sortiere. Dann ergänze ich quadratisch, indem ich immer die Zahl von dem gemischten Produkt durch 2 rechne und ins Quadrat setze. Deswegen kriege ich hier 4 Quadrat. Hier die Hälfte ist 1 Quadrat. Hier fehlt ein Pluszeichen. Hier kommt noch ein Pluszeichen rein. Und hier habe ich dann 6 halbe. Das sind 3 im Quadrat. Und jetzt muss ich hinten diese 3 Quadratzahlen abziehen. Die kann ich gleich ausquadrieren. Und damit kann ich jetzt diese binomischen Formeln bilden. Und wenn ich jetzt die Zahl hier hinten ausrechne, dann kriege ich minus 4, minus 5, minus 14. Und die kann ich mit 14 auf die andere Seite stellen. Jetzt weiß ich, da drüben muss r Quadrat stehen. Also steht da in diesem Fall dann die Wurzel 14 im Quadrat. Also ist mein Radius Wurzel 14. Und ich kann die roten Koordinaten hier sehen. Das sind die Koordinaten, die negativen Koordinaten des Mittelpunkts. Das heißt, ich muss die Vorzeichen umdrehen. Deswegen kann ich jetzt die Koordinaten oder die Vektorform von der Gleichung hinschreiben und kann daraus den Mittelpunkt ablesen, nämlich 4 minus 1 minus 3. Und der Radius ist Wurzel 14. Ja, und das wäre es gewesen. Hab mich gefreut, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Und ich freue mich wieder, wenn wir uns bei einem anderen Thema hier in dem Kanal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich in diesen bewegten Zeiten alles Gute.